Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Runde StarCraft 2. Ja, ihr seid hier bei der Chimera gelandet und ich freue mich riesig, dass ihr zu mir gefunden habt. Ja, beim letzten Mal haben wir da ein bisschen die Protoss überfallen und denen da so ein paar Dinger geklaut, womit dann unser Labormensch bestimmt wieder ein bisschen rumexperimentiert. Ja. Wurst, wir schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen um und schauen mal, was der Teig ist. Haben deine Möbius-Kumpels zufällig mal erwähnt, dass die Königin der Klingen auch hinter diesen Artefakten her ist? Hey, die geben mir nur die Missionen, okay? Und wo liegt überhaupt das Problem? Wenn wir dieses Miststück umlegen, tun wir damit auch allen einen Gefallen. Ich dachte, dir kommt's nur auf das Geld an, Tigers. Sprich doch nichts dagegen, dass ich der Menschheit was Gutes tue und dafür sogar bezahlt werde. Genau. Genau. Allgemein ist es trotzdem, weil eigentlich mag ja der Rainer, mag ja die eigentlich irgendwie. Kommen wir zum Geschäftlichen. Kann man hier? Okay. Nö. Für euch hau ich kein Geld raus. Meine Einheiten sind sowieso besser. Pü. Donny Vermillion meldet sich live für UNN. Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donny. Kann es sein, dass in der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was noch wichtiger ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terranern möglich sein könnte? Donny, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Schade. So, haben wir hier noch was zum Anfassen? Nee, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal ins Labor. Und... na, ich hab's geahnt. Hier. Das Zeug haben wir gemobst. Rhinos Raiders haben am 10.7. Ja. 2504 einen Protoss-Kristall geborgen. Geklaut, würde ich eher sagen. Ja, Wurst. Hallo, Katze. Ich habe den Kristall in eine Salzlösung zur Aufbewahrung getan. Seine Dichte hat sich in den letzten 12 Stunden um 553% erhöht. Wo bekommt er die Energie oder die Rohmaterialien dafür her? Ich habe den schrecklichen Verdacht, dass er sich irgendwie an das Schiff angedockt hat. Sollte Sworn misstrauisch werden, wird er ihn ins All katapultieren. Und das wäre eine Tragödie. Diese Probe könnte zu wichtigen Durchbrüchen für die Raiders führen. Ich muss einfach vorsichtig sein und sobald es Anzeichen dafür gibt, dass er der Hyperion Schaden zufügt, zerstöre ich ihn persönlich. Naja, hoffen wir mal, dass er das auch wirklich macht. So, Artefakt. Von der Crew höre ich seltsame Dinge in letzter Zeit. Unerklärliche Geräusche. Komische Visionen, Stimmen im Dunkeln. Diese Dinger hier sollen verflucht sein. Abergläubischer Unsinn. Die Artefakte sind völlig inaktiv und außerdem hier im Labor verwahrt. Es gibt geringe Strahlungsspuren. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie dies andere Teile des Schiffs beeinflussen sollte. Oh Gott. Wollen wir doch stark hoffen, dass wir nicht über Alien-Technologie gestolpert sind, die jetzt in unserem primitiven kleinen Affenhirnen herumfuscht. Behalte sie lieber gut im Auge, Doc. Ja, ich glaube auch. Klingt gefährlich. Diese mutierte Frau schien dich zu kennen. Sie hat dich ganz schön aus der Fassung gebracht, was? Sie und ich. Tja, das ist eine lange Geschichte. Sie war mal ein Ghost. Damals haben wir uns mit Mengsk verbündet, um die alte Konföderation zu bekämpfen. Wir waren ein echt gutes Team. Was ist mit ihr geschehen? Sie wurde ein Opfer des Krieges. Nichts für ungut, Doc, aber ich möchte lieber nicht darüber reden. Verstehe. Falls du es dir irgendwann mal anders überlegst, ich bin hier. Ja, wer sich erinnern kann, das ist auch mit in der Playlist drin, ganz, ganz, ganz oben, das erste Video.
so ein bisschen die Vorgeschichte. Die kleine Maus, also die Kerrigan, die wurde ja zurückgelassen auf dem Planeten mit dem ganzen Zerg, dort wurde die gekascht und in ein, ja, irgendwie so ein Zerg-Mensch-Hybrid-Gedöns verwandelt. Eigentlich ohne freien Willen. Ja. Ja, nicht nur eigentlich. Sie hat nicht wirklich einen freien Willen und ja. Dabei bleibt es, wie es aussieht, auch. So. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö. Können wir hier was machen? Oh, auch nicht. Schade. Gut, dann auf zur Schiffsmesse. Ach ne, da waren wir ja schon. Dann noch ins Arsenal. Haha. Marodeur. So, obwohl der Marodeur-Anzug lediglich eine modifizierte Version des Feuerfresser-Anzuges CMC 660 ist, unterscheiden sich die Soldaten darin doch erheblich. 47% der Marodeure war noch nicht mal im Gefängnis und lediglich 23% sind zum Tode verurteilt. Ach, doch nur. Der Granatenselbstlader des Marodeurs ist mit Komponenten versehen, die es ermöglichen, hunderte von Standard-Punisher-Granaten schnell herzustellen und zu laden. Ja, und fliegen kann er auch. So, Swan hat nichts zu sagen, aber die Arsenal-Konsole. Kick Mama. Raketenturm. Was gibt's denn hier? Oder verursacht Flächenschaden, ja, wäre auch plus 1 vorbei. So, ihr könnt was. Brauchen kein Tech-Labor mehr. Muss ich sowieso bauen wegen die Feuerflasche und Marmodeure. Schneller und weniger Energie ist eigentlich gut. Was ist das? Erhalten zwei Rüstungen. Verlangsamen alle Einheiten und Zögerungen. Erhalten 5 Rüstungen. Durch! Gegen leicht. Ja, dann bin ich aber eigentlich eher dafür. Oh, guck mal! Oh, hab ich schon. Schade. War hier noch irgendwas? Nö. Schade. Gut, dann auf zur Brücke und in die nächste Scharlacht. Oh, Horner hat noch was zu sagen. Alles in Ordnung, Sir? Nach all den Jahren wieder auf Kerrigan zu treffen. Wir müssen sie aufhalten, Matt. Egal, was sie im Schilde führt. Mal seine Haare klitzern. Wir haben ihr heute einen Rückschlag verpasst. Die Artefakte sind ihr offensichtlich wichtig. Ich wünschte nur, wir wüssten weshalb. Habt das gesehen von Rainer? Die Haare haben geklitzert, so an der Seite, so hier so oben im Bild war das. Müsste mal zurückspulen. So. Wir haben als letztes den hier gemacht, ne? Na gut. Kick mal. Ich habe gehört, ja. Der mächtige Jim Reno sei wieder auf Achse. Und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Alles klar, Miner. Ja, okay, jetzt sehe ich gerade. Ich habe vorhin Quatsch erzählt, die Marodeure können gar nicht fliegen, das können bloß die Rächer. Ja, tut mir leid. Da hatte ich noch was Falsches im Kopf. Okay, was können wir hier machen? Okay, ausbeuten. Und 3 Zergforschung. Na gut. Ja, ich spiele auf Moderat, immer noch. Redstone. Was für ein Loch. Ja, irgendwie schon. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Ach, hab dich nicht so. Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hey, Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche.
werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Hub? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralienvorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Ah, Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Bringen wir es hinter uns. Na ja, gut, wenn du nicht drauf verzichten kannst, ist es doch super, dass wir da hingehen. Tanz auf dem Vulkan. Heiß, 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 heiß. Gut, dann lade mal, mein Schätzelein. Beliebige Taste drücken. So, Mädels. Ich brauche davon natürlich ganz viele. Und haben wir hier irgendwo noch mehr? So, ich senke ich erstmal ab. Brauche noch ein paar. BBF einsatzbereit. Hau ich jetzt noch ein paar Soldaten raus? Oh, ja, was jetzt? Wow, Heigen erschreckt! Ja, ja, was liegt an? Guck mal hoch, ja. Warnung, Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Die Lava steigt. So. Bring diese WBF sofort nach oben. Nicht genügend Mineralien. Warum nicht? Was wichtig ist? BBF einsatzbereit. Dip, 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 dip. Yep. Und hier hin. So, Warte. Und du baust mir jetzt noch eine Kathedrale. Ich bin schon Gott, unterwegs. Oh. Oh. BBF bereit. Was nicht passt, wird passend gemacht. Die Gefahr ist vorüber. Dann baut mal Sie weiter. Können mit dem Abbau fortfahren. Und du. Auf der Anzeige ist die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine bevorsteht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Anhöhe verlegt werden. Na, ja, dann gehen wir mit abbauen. Juhu! Überstunden! Was nicht passt, wird passend gemacht. Aber sicher! So, und dann gehst du hier bauen. So. Zerg haben sie gesagt. Ja, scheiße. Oh! Das ist natürlich ganz bezaubernd. Was sind denn das hier für Käfer? Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Rächer. Rächer? Rächer, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind echt hart drauf. Okay. Hallo, Rächer. Hier. Ich fürchte den Tod. Ihr könnt Was hier springt kommen? Dabei raus? So. BBF bereit. Yo! Hier hin und ich will eigentlich gar keine Rächer. Nur zu! BBF einsatzbereit! Ja, gut, und warte ja, ab. Mal. Ja. Komm noch! So. Und dann brauche ich noch. Ja, ein paar Feuerfresser wäre eigentlich ganz praktisch. Nicht genügend Mineralien. Ja, was greift denn hier an? Ein paar meiner Jungs sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben. Soll ich irgendwas umlegen? Na, dann gehen wir mal gucken. BBF einsatzbereit. Tosch hat euch geschickt? Das wurde aber auch Zeit. Lasst uns den Auftrag hier erledigen und dann verflucht nochmal nicht wie weg von diesem Planeten, wa? Nichts, womit ich nicht fertig werde.
So, gucken wir mal, ob man noch irgendwas. Der Tod kommt von oben. Ja. Fertiggestellt. Und hier hoch. Zit. In Ordnung. Los geht's. WBF einsatzbereit. Dann kommen wir hier hin. Und lande dann. Ungeeignete Landezone. Hier, Mensch. Oh, Sir, Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe Ihrer Position an. Ein Brutalisk, glaube ich. Wenn Sie den erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Ach ja, ich gehe schon. Schon unterwegs. Okay. Sicher doch. Hier komm ich! Jo, hau bloß ab. Warum nicht? Wird erledigt. Brutalisk, hat er gesagt. Natürlich. Ja, gut, dann gehen wir mal hin. Sicher doch. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Oh, das ist alles. Okay. Wird erledigt. Los geht's. Natürlich. Schon unterwegs. Dann. In Ordnung. Nicht so, dass ich nicht fertig werde. Okay. Wir sind so, geliefert. Pop, pop. Oh Mann. So. Wir sind geliefert. Mineralienfeld erschöpft. Verstanden. Kommt mal hoch hier. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Nur als Erinnerung, Sir. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Ja, Mensch. Sie sollten auf Ihre Ressourcen achten. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Bereit machen, Jungs! Sind jetzt meine ganzen Marodeure im Arsch? Abmarsch bereit! Das ist ärgerlich. BBF bereit! Was wichtig ist? Okay, wir sollten vielleicht wirklich mal ein bisschen drauf achten. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. BBF einsatzbereit. So, Waderbahn. So, und du Generalienfeld erschöpft. Baust dann mal noch. Darf sonst noch was sein? Ja. Wird gemacht. Aber sicher. Ja, ja. So, und dann gehst du hier weitermachen. So. Durchgeladen und entsichert. Warten. Feuer gefällig. So, ihr geht dann hier runter. Nur zu. Du auch. Und mal hatten wir hier noch einen Soldaten. Worauf soll ich ballern, Sir? Hopp, 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 hopp. Los, los, los! Positiv! Mineralienfeld erschöpft. Warte mal, wo sind die? Feuer gefällig. Wollt ihr mich verarschen? Die sollten doch hier bleiben. Oh, ey, wirklich. Kann's kaum noch erwarten. Jetzt geht's rund. Roger. Roger, Roger. BBF bereit. Benötige weitere Depots. Ja, Mensch. Wow, Heigen erschreckt. Jawohl. Sollte ja eigentlich. Der kann ich nicht bauen. Depots hier hinbauen. Eine Hand wäscht die andere. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen.
So. Gut. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sagen muss, aber mal im Ernst. Mineralienfeld erschöpft. Immer mit der Ruhe. Gut. Bereit machen, Jungs! Hier kommen! Mineralienfeld erschöpft. BBF bereit. Mineralienfeld erschöpft. Was wichtig? So, du passt jetzt mal. Kaum noch erwarten. Geht das hin? Und danach machst du hier weiter. Yep. BBF gut. Einsatzbereit. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ihr baut BBF schon ab. Bereit. Ich klasse. Mineralienfeld erschöpft. Wer ist immer noch? BBF einsatzbereit. Mineralienfeld erschöpft. So. Ich bin schon unterwegs. Unsere WBFs werden angegriffen. Oh je. Juhu, Überstunden. Wo denn? Durchgeladen und entsichert. BBF bereit. Warten. Jetzt geht's rund. Kommt noch was? So. Geht jetzt hier alle abbauen. BBF einsatzbereit. Positiv. Na dann. Das hier. Wir hatten da noch was einzusammeln. Der Doktor ist da. Oh. Warum nicht? Na ja, ich da. Drei Zergforschung. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. So. Was wichtig ist? Der Doktor ist da. Jep. Was nicht passt, wird passend hier. Mineralienfeld. Warnung. Lava-Ausbruch so. Steht unmittelbar bevor. Ihr seid alle hier oben. Umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Nur zu. Sind hier noch welche? Gut. Mädels. Okay. Freu mich schon drauf. Selbstverständlich. Sicher. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Heigen erschreckt. Von mir aus. So. Boop. Alles abgeben. Und weiterarbeiten. Darf sonst noch was sein? So. Was liegt an? Seid ihr wirklich so doof? Sesen der Boss. Kannst gut, kaum gehen wir noch ein bisschen geht klar. Gut. Bereit machen, Jungs. Befehle erhalten. Wird gemacht. Unsere WBFs werden angegriffen. Worauf soll ich ballern, Sir? Jetzt geht's rund.
Für die eine. Ja. Mineralienfeld erschöpft. Welches? Hier wird ja noch tüchtig gebaut. Schick lieber ein paar Leichensäcke. BBF bereit. Hier komm ich! Gut, gut. Kann's kaum noch erwarten. BBF einsatzbereit. Mensch, Leute. Immer mit der Ruhe. Los, los, los! Abmarsch bereit. Mineralienfeld. BBF bereit. Jawohl. Sicher. Sicher. Man kalt. Befehle erhalten. BBF einsatzbereit. Freu mich schon drauf. Aber hier haben wir doch alles platt gemacht. Ich kümmere mich drum. Selbstverständlich. Ja, jetzt doch freilich. Können wir da auch schon mal hoch? Na ja, ich schau. BBF bereit. Der Doktor ist da. Kann's kaum noch erwarten. Aber sicher. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Einsatzbereit. Deine Männer arbeiten schnell. Wir haben schon die Hälfte der Mineralien, die wir brauchen. Gut. Mineralienfeld erschöpft. Was wichtig ist? Du. Was nicht passt, wird passend gemacht. Mineralienfeld. Vor der Landung habe ich die Gegend nach Mineralienvorkommen gescannt. Ich schicke dir noch ein paar Daten. Nur zu. Was liegt an? Schlechte Neuigkeiten? Warten. Nur zu. Ihr könnt jetzt mal hier hintergehen. Ist ja nicht mein Geld. Und ihr. Schlechte Neuigkeiten? Auch. Ja. Und. Was liegt an? Oh, echt jetzt? Scheiße. Ja, ja. Wow, seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Ah. Jo. Was wichtig hat? Hier hoch. Juhu. Unsere WBFs werden angegriffen. So, ihr seid Warnung. Hier oben. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Noch mehr WBFs? Hier unten rumspacken? Ne. Gut. Abmarsch bereit. Fürchte den Tod. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fort. Ach, Kinder. Nur zu. Das ist ein Stress hier. Wow, Heigen erschreckt! Aha. Na dann. So. Kann's kaum noch erwarten. Auf die! Ups. Ich hab, glaube ich, gerade eine Einheit abgeschossen von mir. Ah ja, ich Sir. Durchgeladen und entsichert. Roger! Mineralienfeld erschöpft. Kann's kaum noch erwarten. Mineralienfeld. Schick lieber ein paar Leichensäcke. Was ist denn hier? Ist das dein Ernst? Ich war bei mir okay. Hier. Und ihr braucht da was Neues zum Abbauen. Ja, wo gehen wir da mal am dümmsten hin? Eigentlich hier, ja? Na gut, machen wir. Baut mal ab. Erschöpft.
6000, ach, ich denke mal, braucht man nicht. Schick lieber ein paar Leichensäcke. Ja, 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 das ist schön. Unsere WPFs werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Werden die immer noch angegriffen? Unsere WPFs werden angegriffen. Ja. Schick lieber ein paar Leichensäcke. Was ist schneller? Losgeladen und entsichert! Unsere Mineralien werden angeerschöpft. Ich verbrenn mir hier die Finger. Hallo? Kann's kaum noch erwarten. Bereit machen, Jungs! Geht klar! Los, los, los! Immer mit der Ruhe! Toll. Und die kleinen Bibi hab ich angegriffen. Jetzt geht's rund! Mineralienfeld erschöpft. Sieh hier! Fast geschafft, Reno. Nur noch ein paar Mineralien fehlen. Durchgeladen und entsichert. Ja. Noch keiner. Bingo! Das sieht doch schon ganz gut aus, Rainer. Good. Das sind Spuren von weiteren Mineralien auf der anderen Seite des Canyons. Oh, ja, die brauche ich nicht holen. Verstanden. Das ist ernst, die brauche ich nicht holen. So, Mädels, einpacken. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Jetzt lasst uns aus diesem Drecksloch verschwinden. Schon fertig. Du bist wirklich so gut, wie die Leute sagen, Reno. Ich habe das Gefühl, es gibt noch weit mehr Geschäfte, über die wir uns unterhalten können. Hm. Ich wollte gerade sagen, wann sterben die denn mal? Oh, ganze 35 Einheiten verloren. Das sind bestimmt die WBFs, die vor uns ersoffen sind in der Lava. Ja. Gut, Tanz auf dem Vulkan. Delülülü. Ausgezeichnet. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tosch an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ginge um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt hasst Mengsk ihn fast genauso unbrünstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn besser im Auge behalten. Jawohl. Okay. Planetare Festung und Inferno-Turm. Alles klar. Ja gut, das schauen wir uns aber das nächste Mal an, denn hier ist erstmal wieder Schluss mit der Folge. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr was zu verbessern habt oder auch irgendwelche Ratschläge, die ich vielleicht beherzigen sollte, dann immer rein in die Kommentare. Ich freue mich drüber, genauso sehr über Lob wie auch über Kritik. Und ja, ansonsten lasst ein bisschen Liebe da, vielleicht auch ein Follow, und ansonsten sage ich bye bye und bis zum nächsten Mal bei StarCraft 2.